Erstmal herzlich willkommen. Es ist ja echt abgefahren, dass so viele heute da sind. Aber Xing hat es schon ein bisschen angedeutet. Deswegen sind wir nicht weniger nervös. genau, also um was es geht, sehen wir ja grob. Vorab habe ich eine Frage. Wer von euch hat alles eine Payback-Karte? Das ist genau das Bild, das ich erwartet habe. Wir sind ja praktisch hier in der Industrie, die die Daten verarbeitet und deswegen sind wir da alle so ein bisschen skeptisch. Und wer von denen war jetzt schon bei DM mit dieser Payback-Karte? Ja, alle, die da gerade mitarbeiten, ja. Okay, also DM hat 3.349 Märkte, davon sind 1.800 ungefähr in Deutschland und fast gleich viel noch mit Österreich und verbundene Länder. Verbundene Länder sind so ein bisschen Richtung Balkan und sowas. Und in jeder, in jedem Markt sind ja so ungefähr 2 bis 3 Kassen. Also multipliziert man sozusagen die DM-Märkte und hat Ausgangspunkte, wovon man praktisch Coupons abfragen könnte. Außerdem gibt es ungefähr noch 500.000 App-Installationen für iOS und Android. Das sind Apps, die ebenfalls Coupons anbieten, die DM-Coupons anbieten. Und daraus resultieren ungefähr 500.000 Requests pro Tag. Die sind jetzt natürlich nicht irgendwie auf Stunde runterrechenbar, sprich durch 24 und da weiß ich, wie viele pro Stunde kommen. Der Shop hat ja Öffnungszeiten. Außerdem hat der Shop praktisch eine signifikante Kurve, wie die Requests auch reinkommen. Und aktuell ist es so, dass bei uns ungefähr 8 Microservices diese Coupons verarbeiten. Nicht alle nehmen diese Requests entgegen. Manche sind dafür da, um die Coupons zu importieren und so weiter. Es existieren noch andere Microservices, aber auch ein Teil von unserem Monolithen, den gibt es auch noch. Und wie es dazu kam und wie die Expedition praktisch aussah, das wollen wir heute anschauen. Und das ist so ungefähr die Agenda, unser Pfad, den wir heute alle zusammen laufen werden. Also wir beschreiben erstmal, wie kamen wir überhaupt zu dem Monolithen, warum gibt es den, warum nicht gleich Microservices, dann wie Microservices bei DM angefangen haben. Unser erster Microservice, dann gucken wir, was haben wir daraus gelernt, war alles super oder vielleicht auch ein paar Pitfalls. Und außerdem dann nochmal den Ausblick und dann zum Schluss ein Fazit. Wer hier kurz mal überlegt hat, was heißt überhaupt PAC? Das hört sich ja komisch an. PAC steht für Promotions and Couponing und das ist unser Entwicklungsteam und das ist praktisch das Entwicklungsteam des gleichnamigen Produktes. Und deswegen auch erstmal zu uns, also wir sind hier in der Kooperation Syndix und DM und das ist der Jakob, der sich jetzt mal kurz selber vorstellt. Ja, der Andy hat es ja gerade schon gesagt, ich bin der Jakob, bin jetzt mittlerweile seit 3 Jahren bei DM, habe da als Student angefangen. Und darf mich jetzt auch seit einem Jahr dann als Mitarbeiter bezeichnen. Genau. Und ja, er hat es gerade gesagt, ich bin der Andy, ich bin von Syndix und bin auch seit Anfang des Projektes dabei. Wir haben ungefähr 2015, glaube ich, irgendwann mal vor 3 Jahren angefangen. Und genau, wir sind dort aktuell in dem Team 6 Entwickler. Wir haben 2 dedizierte POs, die immer für unser Team einfach da sind. Und dann gibt es noch Teilprodukte, wo auch nochmal POs da sind, die aber einfach mal Anforderungen irgendwie einkippen bei uns, die unsere POs dann priorisieren, aber auch bei anderen Teams einkippen. Dann haben wir noch einen dedizierten Scrum Master, beziehungsweise wir teilen noch mit anderen Teams ein. Genau. Und damit man so ein bisschen, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, wie die Kommunikation aus unserer Sicht dort abläuft und wo vielleicht so ein paar Kommunikationsbarrieren da sind. Sowas ähnliches wie ein Organigramm. Also wir haben hier in der Breite die Bereiche, die sogenannten Bereiche. Hier sind so ein bisschen auch die Entwicklungsteams. Wir haben den Betrieb, der ist in einem anderen Bereich. Ja, man könnte sagen, okay, hier ist die Mauer, wo man dann das Artefakt drüber wirft. Und dann haben wir nochmal einen Bereich, wo der Fachbereich drin sitzt. Und dann habe ich hier noch ein bisschen markiert, wo auch wirklich andere Gebäude sind. Also wir sitzen zusammen mit dem Kundenstamm in einem Gebäude und auch mit dem Betrieb. Da ist zwar eine Treppe dazwischen, aber es macht ja nichts. Preisfrage, mit welchem Team arbeiten wir am besten zusammen? Richtig, der Kundenstamm. Wer hat es gesagt? Sehr schön, direkt ein T-Shirt.
Ganz genau. Also das ist oft tatsächlich ein gravierender Punkt. Also ob man nebeneinander sitzt, ob man kurz eine Treppe hochgeht oder vielleicht, also das Gebäude ist direkt nebendran, 100 Meter glaube ich. Trotzdem ist da eine kleine Barriere da. Genau. So viel zum Team. Kommen wir dann zum bisschen Technischen. Das ist der Systemkodex, wie er damals war, vor 3 Jahren. Auch da gab es schon Coupons. Es gab ein Backend. Es gab Kassen, die die Coupons angefragt haben. Dann gab es einen externen Partner, der Coupons praktisch bei uns eingestellt hat. Wir hatten dann außerdem noch so ein Tooling, mit dem man Coupons erstellen konnte und das man praktisch bei uns dann importieren konnte. Und außerdem gab es 2 Ressourcen, den Promotion-Stamm und den Kundenstamm. Das sind einfach Ressourcen, die man braucht, um identifizieren zu können, welche Coupons, wie lange laufen die, das steht hier drin, und welche können wir gerade ausliefern und dem Kunden ausspielen. Und warum wurde das Projekt überhaupt ins Leben gerufen? Ganz einfach wegen diesen 2 Anforderungen. Dem hat sich überlegt, wir wollen einen Online-Shop, außerdem wollen wir auch Apps, die Coupons anbieten. Und das konnte das alte System, das Legacy-System, nicht mehr bieten. Und wir sollten es dann praktisch ersetzen. Es war einfach nicht mehr so richtig wartbar und auch die Erweiterung, die neuen Funktionen, das hat einfach nicht mehr so richtig geklappt. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Wer ist schon mal auf so einem grünen Feldprojekt gestartet, das aber doch irgendwie einen Zaun drumherum hat? Also wir hatten einige Freiheiten. Aber selbstverständlich gibt es halt auch irgendwo, ja, ich sag mal, Leitplanken. Also bei DM finde ich das eigentlich ziemlich cool. Da wird nicht irgendwas einfach so vorgesetzt, sondern man kann die Entscheidungen schon hinterfragen. Man braucht natürlich die richtigen Argumente. Aber es gibt halt natürlich irgendwelche Empfehlungen, weil wir haben das hier vorgefunden. Der Betrieb, der war natürlich mit der Prio Online-Shop ausgerichtet und hat ein sehr gut durchdachten Stack aufgebaut und der wirklich auch alles hat. Also mit Failover, High Availability und Caching und allem. Konfiguration, Deployment, alles da sozusagen. Was ja eigentlich toll ist. Man hat dadurch viele Vorteile. Aber halt natürlich auch ein paar Einschränkungen. Und wo wir uns mehr oder weniger dann angesiedelt haben, war dann da unten. Wir haben uns ziemlich früh für Spring Boot entschieden. Es war zwar damals, vor 3 Jahren ungefähr, noch die Version 1.1.0, hatte einige Kinderkrankheiten. Nichtsdestotrotz hat es vieles vereinfacht und da haben wir eigentlich ziemlich früh drauf gesetzt. Selbst da gab es trotzdem Einschränkungen. JAR-Deployment war nicht möglich. Es gab einfach schon fertige Monitoring-Lösungen für die Ressourcen, die verwendet werden, etc. Also nochmal, man hätte schon was anderes machen können, aber man setzt sich damit halt in ein gemachtes Nest und muss sich halt um vieles nicht mehr kümmern. Mit dieser Voraussetzung nochmal zu dem Monolithen, wie er dann entstanden ist. Wir sehen halt außenrum viele Komponenten, die eigentlich alle für sich einen fachlich isolierten Use Case darstellen. Und das hat es uns eigentlich recht einfach gemacht, uns das Slice zu überlegen. Also wir haben sogenannte Client-Driven Slices uns überlegt, weil wir praktisch den Funktionsumfang pro Produkt oder pro Modul separieren konnten und haben aber gemerkt, okay, die Datenbasis ist ja trotzdem die gleiche und haben uns damals anhand auch dieser Rahmenbedingungen und dem Stack, den es dann auch schon gab, dafür entschieden, zwar, ich habe hier auch schon nicht mehr Couponing Backend, sondern Services, also wir hatten die Services, die haben sich aber dann in einen Deployment-Monolithen zusammengesetzt. Sprich, es war ein Multimodule-Projekt. Man konnte jedes für sich alleine auch ausführen und starten. Aber dann nach dem Build, beim Deployment, hat sich das zusammengesetzt und wurde halt als eins deployed. DDD erfährt ja gerade so ein bisschen Konjunktur. Die DDD-Brille hatten wir damals definitiv noch nicht auf. Und das würde man aktuell vielleicht ein bisschen anders schneiden. Was wir damals gemacht haben, ist eine Bibliothek rausgeschnitten, die wir den Core genannt haben, sodass jeder Service
auf die Datenbank dann auch zugreifen kann. Ja. Die Frage wiederholen, sehr schön. Also, wie würden wir es heute jetzt schneiden? Es gibt ja mit Event-Storming etc. verschiedene Frameworks, womit man rausfinden kann, wie der Bounded-Kontext aussehen soll. Zum Beispiel müsste man sich überlegen, was ist denn wirklich der Unterschied, wenn die Kasse oder der Online-Shop nach Coupons anfragt? Ist es nicht wirklich dann eigentlich die gleiche Domäne und die gleiche Ressource? Und was ist denn da wirklich der Unterschied? Also man müsste da viel mehr nochmal zusammenfassen und nicht aus der datengetriebenen Sicht schauen, sondern von einer. Dass es dann mehr Komponenten werden? Kann sein, muss nicht. Also ich glaube, es ist schwierig, einfach so zu sagen. Super Frage. Da haben wir doch direkt mal ein Shirt. Nur solange der Vorrat reicht. Genau, Dankeschön. Wir haben hier tatsächlich eine Ausnahme, und zwar das Kampagnenmanagement. Das war ein separates Tool, das habe ich vorhin ein bisschen beschrieben. Da kann man Coupons selektieren und die wurden dann von uns importiert in Batch. Und der Funktionsumfang war dahingehend einfach schon umfänglich bekannt. Und wir haben uns dann dafür entschieden, das separat zu deployen und zu entwickeln, weil da auch die nicht funktionalen Anforderungen ganz anders waren. Also wenn da der Batch kaputt gegangen ist, dann mussten wir das auch zurückrollen. Sprich, die parallele Verarbeitung war da ziemlich eingeschränkt möglich. Und wir wussten damals schon, dass wir den Wenn dann eher vertikal skalieren werden. Und aus dem Grund haben wir hier einen Importer praktisch geschrieben, der mit der Client, also mit der Core-Bibliothek auch auf diese Datenbank zugegriffen hat. Aber den haben wir eben wegen den anderen Anforderungen schon damals, man könnte jetzt sagen, okay, es war damals schon der erste Microservice, separat deployed. Genau. Und täglich grüßt nicht das Murmeltier, sondern die Wartbarkeit. Also was ist jetzt praktisch anders, könnte man sich jetzt fragen. Warum kommen wir jetzt nicht wieder in diese Situation, dass wir sagen, oh, jetzt ist es doch nicht mehr wartbar und so weiter. Zum einen auf jeden Fall die strenge Modularisierung, die wir mit Sonar, Cube und sowas sichergestellt haben, dass da keine Querverbindungen etc. sind. Außerdem haben wir Sonar Cube auch als Buildbreaker praktisch verwendet, wenn irgendwelche Violations da waren. Also wir hatten da vielleicht uns selber gegeißelt, aber sehr strenge, ein sehr strenges Quality Gate aufgesetzt. Und was uns auch später sehr geholfen hat, wir haben eine sehr hohe Testabdeckung, also nicht irgendwie Unit-Testabdeckung oder sonst was, sondern alle Features, die wir haben, haben einen Akzeptanztest, die wir ziemlich früh auch mit unseren POs angefangen haben zu schreiben. Manchmal haben die sogar alleine welche geschrieben und wir haben sie implementiert. Genau. Und warum und wie wir zu den Microservice dann jetzt auch kamen, da macht dann der Jakob weiter. Genau. Ja, der Andi hat ja jetzt so einen Abriss gegeben, wie unser Monolith entstanden und gewachsen ist. Jetzt haben wir uns irgendwann entschieden, eine Microservice-Architektur da drauf zu setzen. Um das Ganze zu verstehen, welche Entscheidungen uns da beeinflusst haben, muss man sich natürlich erstmal angucken, wie kamen denn Microservices überhaupt innerhalb von DM zustande, weil wir waren da definitiv nicht das erste Team. Das Ganze ist bei uns gewachsen im Homepage- und Shop-Umfeld. Also wer das mitverfolgt hat, vor 2 Jahren im Sommer ist der DM-Online-Shop live gegangen. Und das war ein ziemlich großes Projekt für DM. Und da war dann schon relativ kurz nach Livegang klar, dass es eine Herausforderung wird, da auch weitere Entwicklungen mit zu betreiben. Da sind im Endeffekt 2 große Monolithen hochgezogen worden und man hat da halt relativ früh halt erkannt, dass neue Funktionalitäten da etwas schwieriger zu integrieren sind. Darum hat man sich damals schon im Shop-Umfeld dafür entschieden, dass Microservice-Architekturen dafür ein Ausweg sein könnten. Und wurde dann als Tool genutzt, um neue Funktionen, die hinzugefügt werden sollen, erstmal in Microservices zu implementieren, um da die Integration auch leichter zu machen, damit man halt diese großen Monolithen nicht so häufig anfassen muss. Dafür eingesetzt wurden Komponenten von Spring Cloud,
Also wir sind alle relativ Spring-affin, deswegen war es halt naheliegend, da auch ein Produkt von Spring zu verwenden, um das Ganze umzusetzen. Wurde halt hauptsächlich eingesetzt, um so verschiedene Microservice-Architektur-Patterns zu realisieren. Ja, zusammenfassend gibt es da ja die Service Discovery, wenn man so kleine Services hat, die auch sich gegenseitig entdecken können, damit man halt auch so eine dynamische Skalierung ermöglichen kann und nicht statisch irgendwelche Hosts ansprechen muss. Mittels der Service Discovery kann man so tolle Sachen machen wie Client-Side-Load-Balancing, dass man halt das Load-Balancing nicht mehr als dedizierte Komponente in seinem Software-Stack hat, sondern das Ganze halt in die eigentlichen Clients reinwandert. Was wir auch aufgezogen haben, ist ein API-Gateway als zentralen Zugriffspunkt auf die Microservices. Kam halt auch daher, dass wir all unsere neuen Services in ein dediziertes Netzwerksegment gesteckt haben, was durch Firewalls abgesichert war, und das diente dann einfach als einfacher Einstiegspunkt. Und eines der weiteren Patterns, die da halt stark zum Einsatz kommen, ist halt auch so das Circuit Breaker Pattern, um ein bisschen Stabilität in ein verteiltes System zu bringen. Da es jetzt sau viele Begriffe waren und habe ich das Ganze nochmal knapp schematisch visualisiert. Also wir haben zum Beispiel dann DM-Kunden, die über verschiedene Services auf dem API-Gateway zugreifen. Da steckt dann auch noch ein Autorisierungsserver dran, um halt Kunden-Credentials abgreifen zu können, beziehungsweise zu validieren zu können. Das heißt, die dahinterliegenden neuen Microservices müssen sich auch nicht mehr darum kümmern, ob der Kunde jetzt auch wirklich auf ihn zugreifen darf. Das geschieht alles auch in diesem API-Gateway. Zusätzlich ist hier noch die Service Registry eingezeichnet, die kommuniziert im Endeffekt mit jedem angebundenen Service, um halt Informationen auszutauschen. So hat sie halt immer den Zustand, welche Services es gibt. Wenn man als Spezialität noch ein internes, haben wir das getauft, internes API-Gateway aufgebaut. Das ist halt hauptsächlich für entweder DM-Mitarbeiter, die interne Services benutzen, oder eben interne DM-Systeme, die halt auch Zugriff auf Funktionen benötigen, die in Microservices implementiert sind. Unter den Komponenten steht halt immer noch die Spring Cloud-Komponente, falls es für jemanden wichtig ist. Man sieht auch, wir haben hier so Logging zentralisiert, da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir da diesen schönen Microservice-Infrastruktur-Stack, der halt im Endeffekt vom Homepage- und Shop-Team mit aufgebaut wurde. Jetzt müssen wir unsere Services ja auch noch letzten Endes deployen. Ich habe es vorhin erwähnt, wir setzen auf Client-Side-Load-Balancing. Unser Web-Stack, der bietet sowas ja schon an. Das ist ja irgendwie redundant, das doppelt zu haben. Aus der Tatsache ist dann halt ein etwas reduzierterer Software-Stack entstanden. Das ist im Endeffekt einfach nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Web-Stack. Es fallen weg die dedizierten Load-Balancer, die Caches, das Failover im Endeffekt auch. Das passiert auch durch die Microservice-Architektur-Patterns, eben halt Circuit Breaker und Client-Side-Load-Balancing. Dadurch wurden halt die Komponenten sehr viel kleiner, also der Stack wurde sehr viel kleiner. Hat halt den Vorteil, wenn ich einen neuen Service hochziehen will, dann muss ich nicht ganz so viele Infrastrukturkomponenten neu anlegen und mache es mir dadurch etwas einfacher, halt auch neue Services in Betrieb zu nehmen, weil die Services an sich sind dann weniger komplex. Das waren jetzt so die Sachen, die wir damals vorgefunden haben, als wir uns entschieden haben, innerhalb des PAC-Teams unsere ersten Microservices zu implementieren. Andy hat ja kurz nochmal, hat erklärt, wie wir zu einem Monolithen gekommen sind. Als wir angefangen haben, unseren ersten Microservice umzusetzen, war der schon auf bis zu 10 Module angewachsen. Da war es dann schon etwas schwierig, den Überblick zu behalten. Der Build hat auch ziemlich lange gedauert. Also das waren so alles die Krankheiten, die man von klassischen Monolithen dann irgendwann kennt. Das war halt auch einer der Hauptgründe, warum wir uns dafür entschieden haben, den Architekturstil zu verändern. Weil wir einfach gemerkt haben, auf lange Sicht werden wir neue Funktionen da auch nicht mehr implementieren können und landen irgendwann wieder bei Punkt Null, wo wir das Projekt überhaupt gestartet haben. Zu dem Zeitpunkt war der Monolith aber immer noch relativ aufgeräumt. Also die ganzen Qualitätsstandards, die wir uns selber gesetzt haben, haben halt dazu geführt, dass diese 10 Module immer noch keine Querabhängigkeiten zueinander hatten. Also sie waren immer noch sauber getrennt und die Integration zur Datenbank findet halt immer noch über diese geteilte Core-Bibliothek, wie wir sie getauft haben, statt.
Ja, jetzt ging es darum, womit fangen wir an? Was wird unser erster Microservice, um die Gehversuche zu machen? Das war die Glückskind-App. Jetzt dann mal Frage in den Raum. Wer kennt das Glückskind-Programm von DM? Genau, also für alle, die es nicht kennen, es ist halt eine ganz einfache Mobile-App. Man sieht, welche Coupons man durch das Vorteilsprogramm erhalten hat, kann diese aktivieren und bei einem Kauf auch anwenden. Warum war jetzt ausgerechnet das unser erster Use Case? Wir haben festgestellt, dass damit die App auf unsere Systeme zugreifen kann, wir halt irgendeine Art von Authentifizierung brauchen. Wir wollten jetzt uns selber nicht darum kümmern, haben halt im Unternehmen schon mitgekriegt, hey, in diesen anderen Teams, bauen Sie so einen Microservice-Stack auf, der auch die Authentifizierung übernimmt. Also warum nicht auch noch davon profitieren? Genau, also wir hatten dann mit der eigentlichen Migration des Moduls begonnen. Durch unsere sehr gute Modularisierung war die eigentliche Code-Migration, also das, was man tun muss, damit das Ding auf einer neuen Infrastruktur hochfährt, fast gar nichts. Also wir haben wirklich das Ganze so strikt durchgetrennt, dass ja eben, wie Andy vorhin gesagt hat, jede Anwendung auch für sich startbar und testbar war. Also war die eigentliche Migration nur den Code irgendwie aus dem Repository rausschneiden und neu bauen. Also das war mehr oder minder trivial. Die Integration dieses ersten Microservices findet immer noch über die Datenbank statt. Also wir haben da bewusst den Weg gewählt, uns da jetzt noch keine Entscheidung also keine konkrete Entscheidung zu treffen, sondern den Status quo erstmal zu behalten. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn das Ganze sich immer noch eine Datenbank teilt, ist es kein echter Microservice. Das ist halt eins der Themen, die wir noch angehen müssen. Da haben wir aber auch schon Pläne für. Ja, während des Prozesses hat uns sehr geholfen unsere End-to-End-Tests, die Andy auch vorhin erwähnt hat. Also wir haben dafür, ich weiß nicht, wer es kennt, Cucumber verwendet. Das ist halt ein Tool, um BDD-getriebene Tests zu schreiben. Die sind dann halt in einer menschenlesbaren Form. Also ein nicht technisch versierter Mensch kann dann auch verstehen, was der Test macht und halt nachvollziehen, ob damit auch seine Anforderungen abgedeckt sind. Liegt natürlich auch, ist so eine kleine Vertrauensbasis, so ein kleiner Contract, weil die Implementierung dahinter kann man natürlich immer noch nicht einsehen. Man kann da irgendeinen Quatsch machen. Ja, muss man sich halt drauf vertrauen. Das ist bei anderen Tests auch nicht anders. Teilweise haben wir es sogar gehabt oder ist es auch immer noch so, dass unsere Product Owner die Tests komplett für uns schreiben. Das heißt, die legen uns einen File hin, was schon in der Beschreibungssprache für Cucumber geschrieben ist. Und wir haben dann nur noch die Arbeit, die eigentliche technische Implementierung des Tests zu machen. Also das war eine sehr, sehr angenehme Kollaboration zwischen Entwicklern und Fachverantwortlichen. Ja, unsere Tests geben uns eine große Sicherheit, aber wir haben da halt die Tests, also es sind wirklich End-to-End-Tests, die testen die komplette Anwendung, ist natürlich auch ein schwieriges Milieu. Also es ist auch eine der Herausforderungen, die wir immer noch haben, dass diese Tests stabil sind. Wobei, wenn sie halt durchlaufen, dann sind wir uns auch zu 100% sicher, dass unsere Anwendung unsere Anforderungen komplett umsetzt. Jetzt, was haben wir natürlich festgestellt, als wir die ersten Microservices an den Start gebracht haben? Also der Microservice für die Glückskind-App war so der erste, es folgten dann immer mehr. Man hat plötzlich mit so Dingen wie Infrastruktur zu tun. Solange wir den Monolithen betrieben haben, waren so Sachen wie, worauf läuft das Ding, wie sehen die Firewalls aus, wie sieht Netzwerkzugriff aus, war alles nicht präsent. Man konnte sich mit seiner Anwendungsentwicklung beschäftigen und war von der Infrastruktur weitestgehend isoliert, weil man so grundlegende Sachen halt nur einmal zu Beginn des Projekts machen muss. Ja, mit jedem Microservice haben wir halt diese Infrastruktur mehr kennengelernt. Also wir sind immer näher dran gekommen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, jeder unserer Microservices läuft in einem dedizierten Netzwerksegment, das durch eine Firewall gesichert ist. Also kamen dann so Dinge hinzu, wie man muss sich plötzlich um Firewall-Flows kümmern. Man muss gucken, dass man mit den Leuten noch sprechen kann, die man anbinden möchte. Und dann hat man natürlich plötzlich auch mit ganz anderen Teams zu tun. Also man muss plötzlich mit Teams kommunizieren, die auf ganz anderen Ebenen sitzen. Ja, eben die Netzwerkinfrastruktur wird halt durch andere Teams betreut, wie jetzt die Applikationsserver oder so Dinge.
Da gibt es auch eine ganz witzige Anekdote, als wir angefangen haben mit Microservices und die ersten beantragt haben, kamen unsere Netze-Kollegen zu uns und haben gesagt, in diesem Netzwerksegment haben wir jetzt erstmal keine IP-Adressen mehr, wartet mal 2 bis 3 Monate, bis wir das umstrukturieren. Also so Sachen hat man dann halt plötzlich auch am Hut, das ist ganz witzig. Genau. der erste Microservice, wie ich vorhin gesagt habe, ist jetzt entstanden und jetzt merkt man so plötzlich, jetzt habe ich ja nicht mehr eine Anwendung, jetzt habe ich plötzlich 2 Anwendungen, also doppelt so viele. Und irgendwie kriegt man das Gefühl, dass man auch so ein bisschen blind unterwegs ist. Also wir haben natürlich die standardmäßig Logging abgegriffen und hatten einen einigermaßen guten Einblick in unseren Monolithen. Aber mit dem ersten Microservice hat man dann so die ersten Zweifel. Antwortet der schnell genug? Also dadurch, dass es halt ein dedizierter kleinerer Service ist, sah natürlich auch die Infrastrukturdimensionierung kleiner aus. Wir haben uns dann immer öfter die Frage gestellt, woran merken wir, wann müssen wir skalieren, wann müssen wir größer werden? Das ist bei einem Monolithen trivial. Den stellt man einmal auf, dimensioniert ihn richtig groß und dann hat man nie wieder Probleme. Wenn man halt viele kleine Services hat und jetzt nicht gerade das Geld zum Fenster rauswerfen will, dann muss man die halt auch etwas kleiner dimensionieren. Was uns bei diesem Blindflug dann extrem geholfen hat, ist, dass wir uns wie verrückt auf Metrics gestürzt haben. Wir wollten alles wissen. Wir wollten die Anwendung komplett verstehen, jede Laufzeit von Methoden aufrufen. Da haben wir auch eine richtig krasse Dashboard-Ecke. Also es ist ein großer 15-Zöller mit 2 24-Zöllern. Da ist halt alles dabei. Wir sehen die ganzen Laufzeiten, was unsere Anwendung macht. Wenn da irgendwo ein Einbruch kommt, wenn die Antwortzeit sinkt, dann wissen wir sofort, dass wir ein Problem haben und können reagieren. Wir haben natürlich auch unser Build-Tooling in so einer Ampel visualisiert, damit wir wissen, wann unsere CI-Jobs kaputt gehen. Das hat uns dann halt extrem geholfen mit dieser Flut von Microservices, die auf uns zukam oder die wir uns vornehmen wollten, zurechtzukommen, weil man halt nur verstehen kann, was man auch misst. Jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung für die, die es interessiert, was wir da so alles im Einsatz haben. Also fürs Logging haben wir da, ich glaube mittlerweile kann man sagen, klassisch einen Elk-Stack. Die ganzen Metriken, da verwenden wir ein Tool von Spring Boot, das heißt Actuator. Das liefert einem im Endeffekt die ganzen Laufzeitmetriken von der Anwendung, haben da extra noch eine kleine Bibliothek geschrieben, die auch dynamisch an jede Methode dran geheftet werden kann, um da halt auch mit Spring Boot Actuator die Metriken zu erfassen. Hoffen wir, dass wir das auch bald mal open sourcen können. Und Spring Boot Actuator schreibt diese Metriken dann in eine Anwendung, die heißt Telegraph. Das ist so eine Art Logstash für Metriken, kann man sich das vorstellen. Das nimmt es einfach entgegen, buffert es. Schreibt es dann in eine dedizierte Time-Series-Datenbank, die InfluxDB. Und Grafana ist das Tool, womit wir diese Dashboards dann erstellen. Alles zusammen ein ziemlich runder Stack, der uns auf jeden Fall hilft, die Anwendung vollends zu verstehen. Jetzt habe ich so über die ersten Herausforderungen gesprochen, die uns bei den Microservices entgegengekommen sind. Der Andy wird das jetzt auch nochmal dediziert ansprechen, welche Lessons wir so gelernt haben. Meiner Meinung nach ist die Kommunikation in unserem Job eigentlich das Schwierigste. Für viele Problemstellungen kriegen wir irgendwie eine Architektur hin oder irgendwie eine technische Lösung. Aber praktisch mit allen FOs, POs und keine Ahnung was, mit wem wir kommunizieren müssen, uns absprechen müssen, priorisieren müssen, da das richtige Wording und so weiter zu bekommen, ist ziemlich schwierig. Microservices helfen uns auch dabei, weil wir jetzt kleinere Häppchen haben und uns um kleinere Use Cases drehen. Aber die Komplexität ist eigentlich nur eine Verlagerung auf die technische Struktur. Und da gab es einfach bei uns ein paar Herausforderungen. Die größten wollen wir jetzt mal nennen, um ja, vielleicht irgendwie uns auch später auszutauschen, damit es euch vielleicht auch nicht mehr passiert. API-Gateway-Pattern, der Jay hat es vorhin schon mal erwähnt. Man hat eine zentrale Komponente, über die man mehrere Microservices zur Verfügung stellt. Man hat einfach einen Anlaufpunkt,
und erreicht gleich alle. Man kann da drin Sachen abbilden wie Security, aber andererseits ist es natürlich auch ein Single Point of Failure. Und ein Benefit von den Microservices ist eigentlich die unabhängige Erweiterbarkeit. Wenn man aber praktisch abhängt von irgendwie einer anderen Komponente, wirkt es dem natürlich komplett entgegen. Und das Pattern ist nicht schlecht per se, aber man muss es, oder unsere Empfehlung wäre es, eher so für ein Produkt oder vielleicht noch für ein Team oder sowas aufzusetzen, aber nicht übergreifend für alle Microservices, die man irgendwie im Unternehmen hat. Gerade vor kurzem und auch heute ist uns was aufgefallen, und zwar haben wir eine Spring Cloud Version aktuell in der Verwendung, die einen Connection Leak hat. Das bedeutet, dass unsere zentrale Komponente irgendwann mal die Grätsche macht, weil wir einfach viele File-Handles offen haben. Und das betrifft dann einfach alle Microservices, die drunter hängen. Und wenn das jetzt nur für unser Team oder für ein Produkt von uns gelten würde, dann wären wir auch viel schneller, hätten wir eine schnellere Möglichkeit, einfach das Problem zu fixen. Jetzt müssen wir jetzt aber mit allen absprechen, mit anderen Teams, die auch Microservices drunter hängen haben. Und beim ersten Update war es auch so, dass die neue Spring-Version war dann nicht kompatibel mit einer HateOS-Version, die wir irgendwie in Microservices hatten. Wir mussten die anderen Teams fragen, habt ihr auch HateOS, in welcher Version, etc. Also es hat einen Rattenschwanz hinter sich gezogen, und da muss man aufpassen bei den Pattern. Kommen wir zur Dependency Hell. Damit ist nicht Spring per se gemeint. aber gerade auch in diesem Beispiel haben wir gemerkt, okay, wenn wir jetzt die HateOS-Version von allen Microservices auch noch updaten müssen, damit wir die zentrale Komponente updaten müssen, das ist ziemlicher Aufwand. Jetzt geht's noch. 8, 9, 10 Microservices aktuell, das geht. Aber Tendenz ist natürlich höher. Und je mehr Microservices man hat, umso anstrengender ist es dann oder zeitaufwendiger. 408, wem sagt es was? Du darfst nicht. HTTP Error Code 408. Smartphones werden gezückt. Kein T-Shirt zu vergeben. Request Timeout. Way. Sieht man selten, weil die meisten Komponenten geben einfach eine 500 zurück. Hat uns eine Zeit lang sehr gestört. Und zwar, Jay hat es erwähnt, wir verwenden ziemlich viele Spring-Produkte oder Komponenten, Module. Und Spring Boot an sich ist Fluch und Segen zugleich. Wenn man alles für sich konfiguriert, wie man es braucht, ist es gut, aber dann braucht man es vielleicht auch nicht mehr. Okay, die Dependencies. Wenn man aber Default-Konfigurationen übernimmt, dann kann das auch mal zu Problemen kommen. Beim Aufruf eines Microservices hat man den kleinen Side Load Balancer Ribbon, man hat Hystrix als Circuit Breaker, man hat das API Gateway, da steht ein SUL, also ziemlich viele Komponenten, die jeweils einen Request Timeout konfigurieren. Und deswegen hat es teilweise einige gehagelt, und wir dachten, oh, wir sind jetzt plötzlich langsam. Also natürlich kommunizieren wir jetzt mehr über HTTP etc., als im Monolithen direkt irgendwie auf eine Methode zuzugreifen. Was es aber im Endeffekt einfach nur gezeigt hat, ist, wie unsere Laufzeit halt auch ist. Also sprich, wir haben einfach gucken müssen, wo müssen wir einen Timeout richtig setzen und wo müssen wir einfach auf unsere Request-Zeiten Acht geben. Also es war einfach nur ein Indikator im Endeffekt. Also es war jetzt nicht ein Fail, aber es hat uns schon auch nochmal gezeigt, dass es halt nicht einfach ist und man sich auf jeden Fall mehr Gedanken machen muss. So, schöner Sonnenuntergang. Es gab auch ein paar organisatorische Veränderungen. Das ist das Bild von vorhin, aber mit einer Ausnahme. Wir haben in einem anderen Gebäude den Online-Shop oder die Entwickler und die POs. Und die haben einen ziemlich, ich möchte nicht sagen, langen Weg zum Betrieb. Das Gebäude ist nicht weit weg. Aber dennoch, ich habe es vorhin angesprochen, es ist schon eine Hürde. Und das Team wurde immer größer,
sodass man sich als Proxy für den Betrieb irgendwie ein weiteres Team hingestellt hat. Hat jemand eine Idee, wie das hieß? Oder wie das jetzt heißt? DevOps. man sollte kein Team und auch keine Person DevOps nennen. also die haben im Endeffekt einen Proxy gespielt, aber nur für manche Themen. Das ist natürlich schwierig. Zum einen ist es schwierig, so ein Team nur für den Online-Shop einzubringen, weil die jetzt praktisch ein paar Themen abgenommen haben. Das heißt, so hat man sie nicht positionieren können. Die sind dann rübergekommen zu uns und haben praktisch das DevOps-Team für den ganzen Bereich gespielt. Jetzt war es halt so, dass sie nur teilweise Themen übernommen haben. Manche haben sie weitergeleitet an den Betrieb. Manche haben sie selber erledigen können. Aber manche Themen musste man selber mit dem Betrieb auch nochmal klären. Und das folgte schon noch ein bisschen zu Unmut. Und aus den Teams heraus kam dann der Bedarf. Und das wurde auch einfach kommuniziert, dass man eigentlich die DevOps-Kultur richtig leben möchte. Und im Endeffekt haben wir es tatsächlich geschafft. Gar nicht so lange her wurden die DevOps aufgeteilt auf die Teams. Und das hat sehr viele Benefits auch gehabt. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Es wurde nicht von jedem Team als positiv gesehen. Wenn ich jetzt ziemlich nah am Frontend bin, dann kümmert mich das das Aufsetzen und das Deployment und vielleicht auch irgendwelche Konfigurationen von irgendwie den Serverkomponenten und Backend nicht so sehr. Wir fanden es aber super, weil wir eigentlich mehr das Ziel haben, you build it, you run it. Sprich, wir können nicht von irgendwelchen Teams, die weiter weg sind von uns, erwarten, dass die fachlich schon gar nicht wissen, was unsere Komponenten machen und dann jemandem ein Handbuch zu geben und zu sagen, okay, wenn da jetzt irgendwas kaputt geht, dann starte mal neu. Das ist irgendwie auch nicht so unser Ding. Und genau, dafür gab es dann mehrere Tools auch. Es gab irgendwie Health-Checks für die Microservices, wo man auch gucken kann, wie geht es denen. Mehrere Benachrichtigungstools, Isinga, Zabbix ist vor kurzem gestartet. Genau. Dann komme ich zu den Benefits. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Mehr macht den DevOps, den Devs. Deutscher. Versprecher. mehr macht den Devs. T-Shirt für mich. Aber auch mehr Verantwortung den Devs. Ganz klar. Also die Themen sind jetzt viel näher bei uns. Uns macht es aber auch Spaß. Deswegen gut. Genau, das ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Benefit. Dann die unabhängige Skalierung ist eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Benefit. Wenn die Anfragen aus den Kassen irgendwie aus Deutschland und den verbundenen Ländern etc. kommen, da kann ich den Microservice, der die Request entgegennimmt, ganz anders skalieren, wie wenn die App kommt oder wenn der Online-Shop etc. Außerdem können wir jetzt unabhängig deployen. Es gibt Microservices, die haben wir gebaut, die schnurren wie ein Kätzchen, da muss ich nichts mehr machen. Und da muss ich auch den Stakeholdern nicht Bescheid geben, dass da sich jetzt irgendwie an anderen Ecken irgendwelche Deployments stattfinden und so weiter. Mit dem unabhängigen Deployment und mit den kleinen Komponenten, den kleinen Microservices, die wir haben, trauen wir uns auch jetzt an Continuous Delivery und Deployment ran. Sprich, im Moment haben wir eine Build-Pipeline, die rollt unsere Komponenten aus, führt sie durch mehrere Testphasen, deployt sie auf mehreren Stages, führt die vorhin erwähnten Tests aus und macht ein Release. Im Endeffekt kriegen wir dann noch eine E-Mail und unsere POs. Wenn sie sich trauen, dürfen sie draufklicken und dann wird auf produktiv deployed. Genau. Und auch sehr schön sind die Probleme, die man schneller lokalisieren kann. Für jeden Microservice haben wir ja auch vorhin gesehen, auf dem großen Bildschirm war unser Master-Dashboard, aber für jeden Microservice kann man sich ein eigenes Dashboard auch noch klicken. Und wir haben sehr viele Sichten auf die Microservices und kriegen halt sehr viel mit. Manchmal zu viel, manchmal kriegen wir mit, wenn es anderen schlecht geht. Aber
es ist tatsächlich so, dass wir schneller an die Probleme, an die Lösungen der Probleme drankommen. Frage? Nee. Genau. Der Jakob erzählt jetzt nochmal einen kleinen Ausblick und erwähnt die Themen, die jetzt noch bald anstehen und gibt nochmal ein kurzes Fazit. Ja, gerne. Besser mit Monolithen anzufangen und daraus Microservice zu bauen oder einen Microservice. Die Frage ist jetzt, ihr seid wohl mit ein oder zwei Monolithen gestartet, habt davon dann die Microservices abgestellt. Wie beurteilt ihr das? Wäre es besser gewesen, vielleicht von vorne rein zu starten oder war der Übergang über einen Monolithen hilfreich? Ja, also die Frage war erstmal, ob es für uns ob wenn wir nochmal von vorne anfangen würden, ob wir eher mit einem Monolithen anfangen würden oder gleich eine Microservice-Architektur wählen würden. Das greift so ein bisschen auf mein Fazit vor. Aber im Endeffekt sind wir doch zufrieden mit dem Weg, den wir gegangen sind. Man hat halt, also gerade damals die Bedingungen, in denen wir gestartet sind, war halt noch eine relativ junge Architektur. Auch die ganze Infrastruktur bei DM war noch nicht so komplett ausgereift. Das Know-how war noch nicht komplett überall verteilt. Und da war es sehr gut, mit einem Monolithen starten zu können, weil man halt diese infrastrukturelle Komplexität, auf die ich ja vorhin kurz eingegangen bin, halt nicht so stark spürt, weil man hat halt seinen Monolithen, man muss sich einmal im Setup grob um die Infrastruktur kümmern, aber wenn man dann am eigentlichen Entwickeln ist und gerade am Anfang eines Projekts ist man ja sehr stark in diesem Feature-Zyklus und will möglichst schnell vorankommen. Gerade da ist es hilfreich, wenn man sich nicht an jedem neuen Feature darum kümmern muss, mache ich das jetzt als Microservice? Die bauenden Kontexte zu finden, wenn man halt mit einem gut strukturierten Monolithen anfängt und sich da zwar schon auch diese Gedanken macht, aber sie halt noch monolithisch hält, hat man halt viele Probleme am Anfang nicht. Also das ist so ein bisschen das, was wir da als Fazit rausnehmen. Jetzt habe ich es halt schon ein bisschen geklaut, aber ja. Ja, also eigentlich wollte ich erstmal mit dem Ausblick anfangen. Da spiele ich jetzt so ein ganz kleines bisschen Buzzword-Bingo, weil natürlich alles, was noch am Horizont steht, ist natürlich spannend und kommt überall vor. Also natürlich darf nicht fehlen. Docker ist jetzt fast schon veraltet, so lange wie man davon hört. Also wir sind gerade aktiv dabei, Docker bei uns einzusetzen. Hat auch damit zu tun, dass durch die ganzen Umstellungen auf Microservice-Infrastrukturen wir als Entwickler viel näher an diese Betriebsgeschichte drangekommen sind, dieser DevOps-Gedanke. Dann will man halt auch mehr Kontrolle haben. Dann gibt man sich halt nicht mehr mit dem Stack zufrieden, den man vorgesetzt hat. Und Docker ist da ein ganz tolles Tool, um sich da, man kann sich damit viele Probleme einheimsen, aber man kann sich halt auch viel mehr herausnehmen und selber entscheiden, weil man im Endeffekt ja auf eine Spielwiese kommt. Wir hoffen uns auch davon, dass wir noch schneller ja, vorankommen, halt in puncto Deployment und Skalierung, weil es ja eben als die Vorteile dieses Tools dann sind. Wenn wir gerade, die Frage nochmal wiederholen, genau. Die Frage war, wenn wir jetzt im Moment, wenn wir keinen Docker haben, skalieren wollen, wie wir das dann machen, ob wir das von Hand machen oder nicht. Also bei uns, die jetzige Infrastruktur ist schon größtenteils automatisiert. Ich habe ja vorhin so ein bisschen die Herausforderungen angesprochen, also gerade in Richtung Firewall-Flows. Also ich sage jetzt mal, alles, was reine Infrastruktur angeht, also die VMs, die Load Balancer, alles, was davon dran steht, das wird automatisiert provisioniert und wird praktisch in den Zustand gebracht, wo man im Endeffekt nur noch sein War reinschmeißen muss und es wird betrieben. Alles, was danach kommt, nach der eigentlichen Provisionierung, also Firewall-Flows und etc., sind gerade noch halb manuelle Prozesse, die halt noch nicht unterstützt sind. Genau, unsere Anwendungen laufen auf VMs virtualisiert und die provisionieren wir dann halt automatisch. Aber halt, also skalieren funktioniert leider zurzeit noch nicht vollautomatisch. Also eben diese manuellen Schritte, die da noch zu tragen kommen, sind gerade noch drin. Ist aber eine super Überleitung für den nächsten Punkt. Gerade um auch Docker bei uns sinnvoll realisieren zu können,
haben wir bei uns eine Art Private Cloud eingeführt, also eben auch, das ist angelehnt an, wie es bei AWS läuft. Mit, wer das Tool Terraform kennt, da kann man halt seine Ressourcen, die man benötigt, also Server, Load Balancer, DNS, alles deklarativ beschreiben, schippt das gegen eine API und dann wird das automatisch ausgerollt. Das ist gerade der nächste Schritt, der bei uns intern in der Infrastruktur passiert. Soll halt auch so ein bisschen das Feld ebnen, weil wir uns auch offen halten wollen, zu einer Public Cloud gehen zu können. Also es soll einfach die Umgebung angleichen, dass man als Entwickler frei wählen kann, ob man jetzt das Ganze DM intern hostet oder in die richtige Cloud geht. Ja, ist halt auch gerade am Kommen bei uns, also spannendes Thema. Läuft auch unter dem Buzzword Software Defined Data Center. Womit wir uns auch beschäftigen, ist die ganze Microservice-Architektur auch in Richtung einer Reactive-Architektur zu schmeißen. Also ich habe es ja vor, wir haben es ja mehrfach erwähnt, wir haben diese Integration der Datenbank über die Datenbank mittels dieser Core-Bibliothek. Es sind ja jetzt immer noch keine, also wenn man es ganz streng sieht, kann man das noch nicht komplett als Microservice-Architektur bezeichnen, da eben diese zentrale Abhängigkeit einer einzelnen Datenbank noch gegeben ist. Wir haben schon verschiedene prototypische Ideen gefahren, das halt eben über eine Reactive-Message-basierte Architektur auszutauschen, wo halt eben diese Core als Bibliothek, als eigenständiger Service dasteht und die Reactive-Architektur soll da halt eben nur die Skalierung sicherstellen. Also das, weil natürlich ein direkter Datenbankzugriff bei so vielen Anfragen pro Tag ist viel schneller, als jetzt über eine HTTP-API zu kommen. Also das ist schon eine Herausforderung für uns. Ja, als finales Fazit kann ich nur noch mal sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Weg, den wir gegangen sind. Also der Monolith hat es uns am Anfang ermöglicht, relativ schnell zu arbeiten und Features gut umzusetzen. Und an dem Zeitpunkt, wo wir halt festgestellt haben, dass eine monolithische Architektur an ihre Grenzen kommt, sind wir halt dann den Schritt gegangen und haben unsere Modularisierung ausgenutzt, um unsere Architektur Richtung Microservices zu bewegen. Ich denke aber, bevor man den ersten, also wenn man den Weg geht, bevor man den ersten Microservice angeht, sollte man sich wirklich nochmal den Schnitt in seiner Anwendung angucken. Nach Betrachtung hätten wir da sicher auch die Schnitte etwas eleganter wählen können. Es war halt der Weg, wie wir ihn damals gegangen sind. Und zusätzlich kommt noch, also bei uns historisch sind ja das ganze Kapitel Metriken und Monitoring, haben wir ja festgestellt, dass es ein Mangel ist, nachdem wir mit der Microservice-Architektur begonnen haben. Wäre jetzt auch meine definitive Empfehlung, dass man solche Concerns vorher schon bereitstehen hat, damit man halt nicht erst, wenn man dann den fünften Service hochzieht, im Blindflugmodus unterwegs ist und feststellt, dass alles kaputt ist. Und ich denke, das Bild, wir hatten es zu Anfang schon mal gezeigt, verdeutlicht auch immer noch, wo wir in der Hinsicht stehen. Wir sind schon ein ganzes Stück weg von diesen Monolithen, aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Schritte zu gehen, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gerne Fragen. Gleich nach den Fragen. Wie hoch ist denn jetzt für euch noch der Aufwand oder die Hemmschwelle, noch mal einen neuen Microservice einzuführen? Also was steckt da jetzt noch an Aufwand dahinter? Nicht viel. Die Frage war, wie der Aufwand ist, um einen Microservice jetzt an den Start zu bringen. Ja, der Jakob hat es vorhin erzählt, das meiste wird automatisch provisioniert. Was tatsächlich am längsten dauert, ist die Firewall-Freischaltung, die man beantragen muss. Aber ansonsten haben wir eigentlich recht schnell einen Microservice am Start. Ich glaube, also zwei Tage oder sowas, damit kommen sie hinterher. Wie gesagt, das können wir im Moment noch nicht selber machen, aber die Bestrebung ist da. Es gibt auch, ich glaube, die ersten Teams beim Online-Shop-Umfeld, die auch mit Docker schon Microservices an den Start bringen und die machen das, glaube ich, mit NSX, da geht es wesentlich schneller. Und da kann man nämlich auch dann selber beschreiben, wie die Firewalls aussehen sollen und man hat es selber in der Hand. Also
Wir werden schneller. Danke. Ja, mit Verteilung, Geolocation habt ihr jetzt aber noch nicht so viel zu tun. Da gibt es Rechenzentren in Deutschland und in Österreich, wo ihr Daten herschieben müsst. Also die Frage war, ob wir auch eine Georedundanz, was unsere Datenbestände sind, haben. Das ist zurzeit alles in Deutschland, also das funktioniert auch. Soweit wir beurteilen können. Also das war noch nicht nötig bisher. Aber dennoch, es gibt eine Redundanz, aber in Deutschland. Hier irgendwo? Ich habe nicht verstanden, dass euer Ausgangslage so war, dass er im Grunde schon von relativ unabhängigen Bedingungen stammt. Richtig. Ja, also auch vor 3 Jahren, die Frage war, ob die Ausgangslage nicht eine sehr günstige war, weil wir schon sehr früh angefangen haben, Slices uns zu überlegen und zu modularisieren. Und ja, war es durchaus. Wir haben uns auch nicht eine Stunde zusammengesetzt und gedacht, so machen wir es, sondern das war schon auch ein kleiner Prozess und wir haben länger darüber nachgedacht. Damals gab es den Begriff Microservice natürlich auch schon. Die Voraussetzungen waren jetzt noch nicht so gegeben, dass wir gesagt hätten, okay, wir können eben ganz schnell einen Microservice an den Start bringen und wollten aber trotzdem vorankommen. Der Feature-Umfang war nicht ganz klar, die nicht funktionalen Anforderungen waren auch nicht ganz klar, außer eben für diesen einen Service, den Importer. Dennoch haben wir uns dafür entschieden, einen Monolithen, aber den so zu modularisieren, dass wir jederzeit auch die Module rausnehmen können. Also wie gesagt, die einzelnen Module konnte man separat für sich auch starten und anschauen und die Funktionen sich anschauen. Und als Deployment haben wir die dann zusammengefügt und ausgerollt. Also die Frage war, welche der Technologien uns denn so am besten gefallen hat und ob wir irgendwas anders machen würden. Da kann ich ganz klar sagen, unser ganzes Metric Monitoring, also das war, wir haben die ganze Zeit überlegt, eigentlich bräuchte man sowas, haben aber anfangs nicht den Aufwand reingesteckt, das aufzubauen. Und als wir dann die ersten Dashboards hatten und wirklich komplett die Anwendung verstanden haben und gesehen haben, wie die Laufzeiten unserer Methoden sind, das war so ein bisschen Graph-Porn. Also wir saßen echt vor diesen Dashboards und jedes neue Dashboard, was man zusammengeklickt hat, wurde gefeiert. Also das war echt eine coole Zeit. Und ich glaube, das ist auch ja, das, was uns am meisten bestärkt, ist halt eben auch eines der Tools, wodurch wir sehen, andere Systeme sind kaputt, weil bei uns plötzlich Requests fehlen oder so. Also das ist, war definitiv das, was uns am meisten geholfen hat auf diesem Weg, denke ich. Und unabhängig von Tools hat uns sehr geholfen, wie wir die, die Akzeptanztests mit unseren POs teilweise, mit unseren FOs zusammen, die ja eigentlich woanders sitzen, die wir extra herbestellt haben, uns mit denen vor dem Refinement noch zusammengesetzt haben, damit wir auch selber das Problem besser verstehen und das als Contract genommen haben, zu sagen, okay, wir haben mit euch zusammen das definiert, wir haben jetzt die Tests, wir implementieren die und wissen, welche Features wir ausrollen. Und auch die haben dann sehr gutes Gefühl damit gehabt und haben immer weniger manuelle Tests gemacht. Also das ist jetzt ohne Tooling, aber vom Prozess her sehr, sehr wichtig gewesen. Auch dann beim Rauslösen der einzelnen Services hat es sehr geholfen. Ich habe vorher erwähnt, auch ein paar Mal, dass ihr mit den Schnitten, die ihr gemacht habt, ein bisschen unzufrieden seid, wie ihr die Kontexte gefunden habt. Habt ihr irgendwie einen Plan, das nochmal zu shiften, nochmal neue Kontexte zu definieren, dann die Services neu zu schneiden? Ja. Ich habe es gesehen. Die Frage war. Die Frage war. Nee, die Frage war einfach, ob wir die Schnitte, die wir gewählt haben, jetzt anders machen würden, weil wir es teilweise erwähnt haben, dass sie vielleicht ungünstig sind. Und ob wir es jetzt nochmal ändern wollen, ja. Wir haben Microservices teilweise, wo wir sagen, okay, jetzt im Nachhinein könnte man die vielleicht sogar zusammenfassen oder sie vielleicht
anders entkoppeln. Also nicht mit einer REST-Schnittstelle aufrufen, sondern wir haben gemerkt, dass manche eigentlich einfach ihr Ergebnis in eine Queue pipen können und die anderen davon profitieren können. Also so ein paar Ideen haben wir schon, wie wir vielleicht ein paar Sachen umstrukturieren können. Es muss nicht im ersten Moment direkt alles perfekt sein. Man kann auch da noch eine Evolution zulassen. Also das sehen wir eigentlich nicht so als Problem. Also die Frage war, ob wir durch den Schnitt, den wir gewählt haben, Nachteile haben, wie dass wir bei einer fachlichen Änderung nicht nur einen Microservice anpassen. Da haben wir dadurch, dass wir unsere Schnitte anhand unserer Clients gerichtet haben, also wie den Kassen oder dem Online-Shop, kommt es relativ selten vor, dass so eine übergreifende Änderung vorkommt. Also meistens ist es ja dann schon so, dass entweder ein neues Feature speziell für die Kassen gebraucht wird und dann muss man eben halt nur die Stellen anfassen, die für die Kassen relevant sind. Die Herausforderung dabei ist wieder diese zentrale Datenbankanbindung. Wenn natürlich irgendwas in dieser Core-Bibliothek gemacht werden muss, dann müssen wir dafür prinzipiell alle, theoretisch alle Microservices anfassen. Das ist halt der Nachteil dieses Schnittes. Aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass unsere Schnittstellen immer auf unsere Clients angewiesen sind und meistens die Anforderungen auch von einem konkreten Client an uns gereicht werden, haben wir diese Problematik, dass wir zwei Microservices gleichzeitig ändern müssen, relativ selten. Also die Frage war, ob es Alternativen zu Spring Boot gab. Wir hatten uns damals, ich weiß nicht, wir haben evaluiert, ist 3 Jahre her, wir haben uns alle tatsächlich sehr gut in den Spring-Kontext ausgekannt und haben auch mehr evaluiert, ob die Möglichkeiten, die uns Spring gibt, uns ausreichen. Und das Know-how ist auf jeden Fall ein Faktor, auf den man gucken sollte bei der Auswahl des Toolings, das man verwendet. Und deswegen, weißt du eine Alternative, die wir uns damals noch angeschaut haben? Also bei uns war es, glaube ich, auch recht schnell klar, dass wir es verwenden, auch wenn es noch so jung war. Wir hatten den Freiraum, da ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, ob es bei uns passt. Ja. Die Frage war, warum wir die Datenbank nicht eigentlich mitgeschnitten haben, beziehungsweise ob das nicht möglich war, die Datenbank vielleicht unter einen bestimmten Service mit zu wegmigrieren. Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist so ein bisschen die Limitierung unseres Ansatzes, das anhand der Clients zu machen, weil letzten Endes die gesamte Anwendung, beziehungsweise mittlerweile die Anzahl an Anwendungen, die wir da betreiben, arbeiten ja alle letzten Endes mit Coupons. Und datenmäßig war es alles so ähnlich, dass es halt alles zusammengepasst hat. Wären wir da mit anderen Tools vielleicht damals dran gegangen, also jetzt mit Domain-Driven Design, da vielleicht nochmal ein bisschen feinere Datenmodellschnitte zu machen, wäre uns das vielleicht nicht passiert. Aber damals hatten wir dann soweit dann doch nicht den Vorausblick, dass uns das Datenmodell irgendwann in die Quere kommen könnte. Andersrum beim Rauslösen, bei der Idee des Rauslösens haben wir uns direkt überlegt, wie wir dann damit mit dem Problem eigentlich umgehen und haben eben den Weg gewählt, erst die Microservices so rauszulösen, wie wir die Module geschnitten haben, eventuell dann einen Core-Microservice zu starten, der sich um diese Daten kümmert und dann eventuell noch weitere Möglichkeiten anzuschauen. Also das hat uns einfach nochmal die Zeit gegeben, mit etwas anzufangen. Irgendwie muss man anfangen. Genau. Das heißt, die
Ganz genau. Also die Frage war, ob der Core-Microservice dann so zentral ist und die Daten mehr oder weniger verwaltet. Also es ist so, dass es verschiedene Komponententypen gibt. Also es ist nicht so, dass es jetzt einfach nur eine banale Datenbank ist und das war's, sondern da gibt es verschiedene Ausprägungen von Components. Also es werden schon mehrere Microservices und nicht alle dependen auf den einen dann. Also es ist schon ein weiteres Feld. So einfach ist es leider nicht. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht direkt der beste Ansatz, zu sagen, okay, jetzt schaffe ich mir einen neuen Single Point of Failure. Da gibt es immer so die Abwägung. Wann habe ich eine gewisse Sicht nochmal auf die Daten und brauche nur einen Teil der Daten und halte ich die dann repliziert bei einem anderen Microservice? Brauche dann den Änderungsmechanismus über irgendwie eine lose gekoppelte Queue oder sowas? Das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile und eben auch entsprechend Nachteile. Ja, gerne. Die Frage war, wann wir praktisch aufhören würden, weiter zu schneiden. Der Monolith soll irgendwann mal weg sein. Also es hat keinen Sinn mehr, den weiter zu betreiben in diesem riesen Stack, den er mitbringt. Also wir wollen auf ein anderes Tooling, wo wir mehr Möglichkeiten selber haben. Deswegen wollen wir den eigentlich irgendwann mal schon begraben. Das heißt, geschnitten ist er eigentlich. Wir haben unsere Slices, wir wissen, wie die Microservices aussehen sollen, wenn sie dann mal raus sind. Wir haben angefangen, immer dann einen Microservice rauszulösen, wenn wir auch nochmal ihn sozusagen angefasst haben, fachliche Veränderungen hatten. Haben dann nochmal uns eine Zeit genommen, ein bisschen konzentrierter daran zu arbeiten, sind jetzt nicht fertig geworden, arbeiten aber im Moment trotzdem weiter dran, den irgendwann mal komplett aufzulösen. Ganz genau. Die Frage war, ob der Microservice und der Monolith sich die Datenbank teilen. Ja. Okay, dann vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen habt und so viele Fragen gestellt habt. Die Fragen gestellt haben, dürfen gerne vorkommen und ein paar T-Shirts abgeben. Und ich glaube, demnächst gibt es dann auch Essen. Danke. Danke.